بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Es wird immer wieder darüber diskutiert, welche Methode in der Dawa wirksam ist. Ja? Und hier kann man ganz klar und deutlich sagen, dass es natürlich für jede Person verschiedene Methoden gibt, die wirksam sind. Im Allgemeinen, ja, ist es so, dass man Argumente bringt, dass man versucht, die Religion zu leben, zu praktizieren und den Menschen die wahre Botschaft zu vermitteln. Aber unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich. Genau wie sie auf verschiedene Medikamente unterschiedlich reagieren. Und das ist die Hikma, hier ist die Hikma gefragt, die Weisheit gefragt. Und die Weisheit bedeutet, die richtige Sache an die richtige Stelle zu legen. Ja? Und deswegen möchte ich nicht heute nicht darüber reden, welche Dawa-Methode am erfolgreichsten ist. Da kann man sich die Dawa-Kurse angucken, zum Beispiel Verbesserung der Dawa, wo ich sehr intensiv über dieses Thema diskutiere und rede. Sondern ich möchte darüber reden, welche Eigenschaft besonders schädlich bei der Dawa ist. Und vor allen Dingen eine Eigenschaft, die den meisten Menschen, wo es den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie unheimlich schädlich bei der Dawa-Arbeit ist. Und das ist die Ehrfurcht vor dem Kafir. Die Ehrfurcht vor dem Ungläubigen bei der Dawa. Sie ist unheimlich schädlich. Was ist damit gemeint? Viele Brüder und Schwestern verwechseln Freundlichkeit mit Ehrfurcht. Die Grundlage in der Dawa ist immer, dass man mit den Menschen freundlich redet. Aber es gibt auch Ehrfurcht. Zum Beispiel, und das ist eine Ausstrahlungsform, und ich gebe dieses Argument, was vielleicht viele Frauen verstehen, ja, zum Beispiel die Frauen, die wissen ganz genau, sie mögen es nicht, wenn sie Männer haben, die sich verhalten wie Waschlappen. Die meisten Frauen, die meisten Frauen mögen das überhaupt nicht, wenn sie Männer haben, die nicht wissen, was sie wollen, die unentschlossen wirken. Das ist für die meisten Frauen völlig etwas, was sie abstößt. Der kann noch so hübsch sein, wenn er sich verhält wie ein Mädchen. Es ist etwas, was die meisten Frauen abstößt. Und genauso ist das in der Dawa. Der Mensch wird angezogen von entschlossenen, selbstbewussten Charakteren. Das sind Menschen, die andere Menschen anziehen. So, und wenn bei uns in die Moschee jemand kommt, und wir haben schon eine innere Angst. Hoffentlich sieht er nicht dieses, hoffentlich sieht er nicht jenes. Und da müssen wir darauf aufpassen und darauf aufpassen und darauf aufpassen. Und sag nicht dieses und sag nicht jenes, sag nicht das und sag nicht das und sag nicht das. Durch diese Verhaltensweise sieht dieser Mensch dich als ein Opfer. Ja? Man sieht zum Beispiel, ich sehe Leute, die Dauer machen. Ich sehe Leute, die Dauer machen und die auf einmal Ehrfurcht kriegen. Da kommt ein Käfer mit einer Frage über den Islam und sagt zu ihm, ja, schauen Sie mal, im Islam gibt es dieses und im Islam gibt es jenes und im Islam gibt es das. Und er ist den Islam am Bekämpfen. Und was sagt er? Anstatt entschlossen zu wirken, ja, lächelt er künstlich. Ja, und künstliches Lächeln ist schädlich. Weil der Mensch merkt, ob du künstlich lächelst oder ehrlich lächelst. Merke dir das. Künstliches Lächeln ist schädlich in der Dauer, weil das ein Zeichen von Unehrlichkeit ist. Ja? Sondern du musst dich selber dazu, natürlich ist Lächeln gut, aber manchmal ist es unangebracht und unehrlich. Und wenn man dann sagt, bei uns im Islam gibt es das und das, ist das schlecht? Bei uns im Islam gibt es auch gutes Behandeln der Eltern, ist das schlecht? Bei uns im Islam gibt es dies und jenes, ist das schlecht? Was macht man damit? Damit gibt man dieser Person das Gefühl, der Islam ist nur dann richtig, wenn er in sein System hineinpasst. Und man hat sich dem Käfer ehrfürchtig ergeben. Es ist so. Und darauf muss man aufpassen. Ja? Das heißt, wenn man in die Moschee reinkommt, man muss freundlich sein, aber auch selbstbewusst sein. Und zu dieser Ehrfurcht gehört auch, dass bei jedem Mucks und jeder Vorwurf, der gemacht wird, sofort der Schwanz eingezogen wird. Wie ein Hund. Der getreten wird. Oh ja, nein, oh, wir bekennen uns zum Grundgesetz und ja, ach, dies, was soll das? Was soll das? Wenn mich einer fragt über dieses Thema, dann müssen wir ganz klar zu unserer Sache stehen. Und ihr werdet es sehen. Die Leute, die zu ihrer Sache stehen, sind die Leute, die Erfolg haben in ihrer Dauerarbeit, weil sie erstens die Botschaft überbringen und zweitens ganz klar und deutlich anziehender wirken als die anderen und mehr Leute zum Islam bringen. Und wir sehen Leute, die diesen Weg,
diesen Weg gegangen sind von der Ehrfurcht, wie sie ihren Einfluss verloren haben. Deswegen muss man konzentriert bleiben, stolz bleiben, stolz im Sinne stolz auf die Religion, ja, und selbstbewusst bleiben. Das ist ganz wichtig. Wenn du zu einem Arbeitgeber gehst, ja, und du bist schon so, du bist schon innerlich unsicher und du denkst, ah, vielleicht kriege ich den Job nicht, du kriegst den Job nicht. Aber wenn du hingehst mit der inneren Einstellung und denkst dir, ich bin der perfekte Mann dafür, dann hast du schon eine Ausstrahlung, die dich dazu bewegt, den Job zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verliert man diese Ehrfurcht? Man verliert diese Ehrfurcht erstmal, indem man sich bewusst wird, dass man Muslim ist und dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das muss man immer wieder verinnerlichen. Wir sind Muslime und wir sind auf dem richtigen Weg. Und dieser Mensch ist ein Mensch, der auf dem Weg in die Hölle ist, wenn er so stirbt. Das muss man verinnerlichen. Wenn du diese, und dann muss man verinnerlichen, dass der Islam vollkommen perfekt ist. Vollkommen perfekt. Weil dann kriegt man diese Ausstrahlung, die anziehend ist, die die Leute dazu bringt, den Islam anzunehmen. Merke dir, der Islam ist vollkommen perfekt. Und dann muss man sich merken, und das ist auch ein Fehler von vielen Muslimen, dass wenn der Islam nicht angenommen wird, ja, von dieser oder jenen Person, dann ist das nicht dein Fehler, wenn du die Botschaft überbracht hast, sondern ist das der Fehler von dieser Person. Dann ist das der Fehler von dieser Person. Denn das wirkliche Problem ist bei vielen Muslimen, wenn sie mit jemandem diskutieren und er will den Islam nicht annehmen, dann denken sie sofort, oh, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Nein, der Prophet a.s. hat mit Menschen gesprochen, die ihn seit Jahrzehnten kannten und die haben den Islam nicht angenommen. Die seine Ehrlichkeit kannten, die seinen reinen Charakter kannten und sie haben den Islam nicht angenommen. Hat der Prophet a.s. einen Fehler gemacht? Nein, aber das Herz dieser Menschen war das Problem. Deswegen, wir haben für jeden Menschen den Willen, die Liebe für das Gute. Wir wollen, dass er das Beste erreicht, den Islam. Auf der anderen Seite schwanken wir und gehen nicht von unserer Botschaft ab. Islam ist die Wahrheit, alles, was Islam widerspricht, ist falsch, falsch, falsch und ein Weg in die Hölle und selbst wenn sich die ganze Menschheit versammelt. Manche Leute, wenn ich das sage, wenn ich so rede, glaub es mir, da sind sie schon, ja, nein, lieber nicht so reden, sonst was könnten die Leute denken, da denken die, oh, guck mal, die denken, die haben die Wahrheit selber gepachtet und so weiter. Ja. Zum Beispiel, mich schreibt jemand an, ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gut, dass ihr sagt, ihr habt die einzig wahre Religion. Jetzt kriegt ein anderer das mit, so, ah, guck mal, ah, der Karl-Heinz, der hat gesagt, er findet das nicht gut, dass Pierre Vogel sagt, dass der Islam der einzig wahre Weg ist. Hey, Pierre Vogel, du sagst das besser nicht, dass der Islam der einzig wahre Weg ist, weil Karl-Heinz hat gesagt, dass er das nicht gut findet, wenn du sagst, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Brüder und Schwestern, wo sind wir gelandet? Was interessiert mich, was dem einen oder anderen gefällt oder nicht gefällt? Die Botschaft ist die Frage. Der Prophet, a.s., ja, als er nach Taif gegangen ist und sie haben ihn gesteinigt, meint ihr, sie haben ihn gesteinigt, weil er gedacht, weil ihnen das gefallen hat, was er ihnen gepredigt hat? Nein, das ist nicht der Maßstab. Der Prophet a.s. hat niemals Raum gelassen für irgendeine Diskussion darüber, ob der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Und genau so müssen wir auftreten. Und diejenigen, die so auftreten, die haben Erfolg. Diejenigen, die so auftreten, haben Erfolg. Und diejenigen, die Kompromisse machen, wo es keine Kompromisse zu machen gibt, und die schmeicheln, wo es nicht zu schmeicheln gibt, die haben nur Schaden. Und auf die trifft der Vers zu im Koran, وَتُولَوْ تُتْهِنُوا فَيُتْهِنُونَ. Sie wollen, dass ihr schmeichelt, sodass sie schmeicheln. Und hier werden diejenigen, die schmeicheln, getadelt. Das heißt, es gibt bei uns keine Schmeichelei. Es gibt bei uns Freundlichkeit, es gibt aber auch bei uns Entschlossenheit. Und es gibt auch in manchen Fällen Härte. Ja, die Grundlage ist die Freundlichkeit, aber es gibt auch in manchen Fällen Härte. Und vor allen Dingen ist es wichtig, ehrlich zu sein. Und Ehrlichkeit bedeutet, den Menschen klarzumachen, dass jeder Weg, der dem Islam widerspricht,
ein direkter Weg in die Hölle ist. Und zwar ohne Rückfahrticket, wenn er im Kufur und im Schirk stirbt und die Botschaft bekommen hat. Das sind meine Worte. Und das sind eigentlich nicht meine, das ist die Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Inna dina indallah al-Islam, die Religion bei Allah ist der Islam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.